Liebe Sportfreunde, ich darf euch zur heutigen Pressekonferenz hier begrüßen. Zu meiner Linken, so darf ich vorstellen, der Trainer des Gastes des heutigen Spieltages von Preußen Münster 2, Sören Weinfurtner. An meiner rechten Seite Holger Flossbach. Wir haben sicherlich, und diese Bemerkung sei mir erlaubt, ein spannendes Spiel gesehen. Aber die Bewertung des Spiels möchte ich den Trainern überlassen und gebe dann das Wort gleich zu meiner linken Seite weiter an den Trainer von Preußen Münster. Ja, danke schön. Das Wort nehme ich gerne auf. Ich glaube, dass es über 90 Minuten ein sehr leidenschaftliches Spiel von beiden Mannschaften war. Ich glaube, dass wir, wenn man dann auch die Großchancen über den gesamten Spielverlauf sieht, nicht unverdient gewonnen haben, vielleicht um ein Tor zu hoch und auch ja, nicht unverdient 3 Punkte mit nach Münster nehmen. Wir haben anfänglich sehr gut ins Spiel gefunden, haben uns dann ein bisschen durch eben diese Leidenschaft, durch dieses auch lautstarke Anlaufen von Marl Hüls so ein bisschen beeindrucken lassen, haben dann so etwas früh im Spiel schon die Spielkontrolle hergegeben. Aber ich denke, dass es dann mit Dauer der Spielzeit uns immer besser gelungen ist, dann auch die langen Bälle gut zu kontrollieren und auch selbst wieder Initiative zu ergreifen, um Chancen zu erspielen. Und wie schon gesagt, wenn man dann die Anzahl der Großchancen sieht, dann denke ich, ist der Sieg auch verdient für uns. Gut, bedanke mich für die Ausführung, gebe das Wort an Holger Flossbach weiter. Ja, schwierig. Sehr schwierig. Wir haben jetzt innerhalb von 8 Tagen gegen 2 Top-Teams verloren, 1-0, und das ist eigentlich der Knackpunkt. Eindeutig das Problem unseres Spiels. Wir haben in den ersten 10 Minuten ein bisschen Probleme gehabt, oder 5 Minuten. Dann haben wir den Gegner kontrolliert und dann kommt wie aus dem Nichts so ein langer Ball. Ein Stellungsfehler in der neu formierten Abwehr, der dann zum 1-0 führt. Dennoch haben wir trotzdem danach die Spielkontrolle übernommen und haben Fehler beim Gegner provoziert und produziert. Und kam dann zu 2, 3 dicken Torschancen. Und da muss ich einfach sagen, da fehlen die Millimeter Cleverness im Vergleich zu den Top-Mannschaften, Rödinghausen, Münster oder vielleicht auch Paderborn. Die sind einfach cleverer in den Zweikämpfen. Sind natürlich, ich will jetzt nicht weiter ausführen, wie ich das meine, denn für mich ein ganz glasklarer Elfmeter. Ich habe meinen Spieler auch in der Halbzeit gefragt, warum er sie nicht fallen lässt. Und ja, gibt dann nur einen Kopfschütteln, warum weiß er auch nicht. Kann natürlich so ein Spiel am Ende auch spielen entscheiden. Und ja gut, auf jeden Fall haben wir erste Halbzeit, waren wir nicht nur auf Augenhöhe, sondern einen Tick besser als Preußen Münster, mit dem unglücklichen Rückstand natürlich geschuldet, dass der Gegner sich vielleicht ein bisschen zurückgezogen hat. Aber wir haben fast gar keine Torschancen mehr zugelassen, haben unsererseits einige. Und in der zweiten Halbzeit fällt das 2-0 natürlich zum ganz unglücklichen Zeitpunkt. Und wie soll das anders sein? Durch 2 individuelle Fehler. Wir können also nicht den Ball klären auf der rechten Seite, wir können den Ball nicht vernünftig klären auf der linken Seite. Und dann geht der Ball noch über Umwegen ins Tor. Und das war zum ungünstigen Zeitpunkt so, dass wir völlig durcheinander waren und nicht mehr so kontrolliert Fußball gespielt haben wie in der ersten Halbzeit, wo ich ein sehr gutes Spiel von uns, aber auch von Münster gesehen habe, also wirklich auf Augenhöhe. Und in der zweiten Halbzeit hat der Gegner das dann clever gemacht, fast nichts mehr zugelassen und unter diesen Umständen dann auch verdient gewonnen. Wir sind eben noch nicht so weit. Für uns ist das, ich habe ja schon mal auch in meinem Fazit gesagt, das ist ja die Hälfte der Truppe, hat vor 2 Jahren noch Bezirksliga gespielt und nie höher. Und die Mannschaft Preußen Münster, die mag ich ja auch, habe ja auch da mal gearbeitet. Und freue mich auch, dass sie oben stehen in der dritten Liga, vielleicht sogar in der zweiten Bundesliga aufsteigen. Würde mich also sehr freuen. Aber ich hätte heute gerne die Punkte dagelassen. Nur unterm Strich wollen dann natürlich einige von den Jungs, die da gespielt haben, sicherlich auch in der dritten Liga spielen. Und deswegen muss ich mich nicht grämen. Wir haben alles gegeben. Sind noch nicht ganz auf Augenhöhe mit den Top-Teams, aber zumindest mit dem Abstieg werden wir wohl nichts zu tun haben. Ja, ich bedanke mich für deine Ausführung. Gibt es von den Anwesenden noch irgendeine Frage an die beiden Trainer? Die Presse noch irgendeine Unklarheiten zu beseitigen? Auch nicht. Ja, dann darf ich mich recht herzlich bedanken, vornehmlich bei unserem Gast. Ich wünsche euch einen guten Heimweg und weiterhin viel Erfolg. Ebenso, vielen Dank. Tschüss, ja. Alles Gute. Wir sehen uns nächstes Jahr. Mach's gut. Ciao. Ciao. Alles Gute.